So, nimm mal die Zügel kürzer. Lang und tief reiten das Ganze, das haben wir gesehen. So, Zügel noch ein bisschen kürzer nehmen. So, ja. So, und dann kommst du mal hier einmal auf den Zirkel um mich herum. So, und dann als Erste, was mir auffällt, ist, ich bin der Meinung, dass du entweder kriegst du das Bein nicht richtig lang oder du hast den Bügel zu lang. Ja, weil auch ein zu langer Bügel ist nicht richtig. Der Bügel muss so sein, dass man bequem den Absatz tief nehmen kann. Jetzt bleib mal hier in meiner Nähe und dann trabst du nochmal und dann versuchst du mal einmal den Absatz einmal richtig tief zu machen. So, tief den Absatz, tief, tiefer, tiefer, dieser, ja, so, tiefer, noch, ja, das ist nicht schlimm. So, ja, wende mal, nimm mal die Zügel einen Tick kürzer. So, mach mal das Bein lang. Drück mal das Knie runter und den Absatz tief. So, ja, okay, prima. Jetzt kommst du nochmal zu mir. So, und jetzt machen wir den Bügel mal ein Loch kürzer. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ich glaube, der Bügel ist ein Loch zu lang. Ja, ich glaube, der war länger, oder? Ja, jetzt gehst du mal linke Hand. Jetzt trabt er noch mal einmal antraben. So, Zirkel. So, ja, hier sieht das besser aus. Also ich glaube, du hast einfach den rechten Bügel ein Loch länger gehabt als den linken Bügel. So, ja. So, wenn man jetzt hier auf deinen Schenkel guckt, dann liegt der Schenkel auf dieser Seite wesentlich besser. Prima. So, ja, jetzt wechselst du nochmal die Hand, nochmal einmal rechts rum und dann kommst du wieder hier auf den Zirkel. So, ja, so ist gut, ja, so sieht das besser aus. Gut so. So, Carla, aber du sitzt da prima drauf, das gefällt mir. Sehr gut so. So, du kannst die Zügel noch einen Tick kürzer nehmen. Wichtig ist immer, dass du die Finger zumachst, dass du eine Faust machst. So, genau. So, und tu nicht die ganze Zeit treiben. Sitz auch mal so ein bisschen passiv zwischendurch und guck mal, was da passiert. So, ja. So ist gut. Weil wenn du die ganze Zeit treiben würdest, dann würdest du später als Profi, würdest du dich ja tot treiben, wenn du 10 Pferde am Tag reiten musst. Sondern du musst die Pferde dazu erziehen, dass sie so ein bisschen selbstständig arbeiten. Lieber einmal mal so ein bisschen intensiv dein Pferd auffordern und dann muss er auch ein bisschen von alleine arbeiten. So, und wir bleiben mal in dem Trab. So, ja. So ist prima. Gut. So, jetzt gehst du mal ganze Bahn. So hast du das Pferd schön vor dir. Und dann reizt du mal eine lange Seitenschulter herein. So, schön die Hand unten halten. So, dann guckst du, dass du im Tempo bleibst. So, du musst den gleichen Rhythmus haben, den du an der kurzen Seite im versammelten Trab hast. Diesen gleichen Rhythmus musst du auch an der langen Seite beibehalten. So, diesen Rhythmus beibehalten. So, jetzt nicht langsam werden, sondern einfach ein bisschen zureiten. So, so richtig. So, und beim Schulter herein ist es einfach wichtig, nicht, dass du die Hinterhand nach außen drückst, sondern dass du die Vorhand leicht in die Bahn bringst. Die Hinterhand bleibt auf dem Hufschlag und die Vorhand kommt leicht nach innen. So, ja. Genau, das Vorderbein nach innen bringen, so richtig, genau, siehst du, das ist besser so. So, und jetzt reizt du mal auf den zweiten Hufschlag und dann reizt du da nochmal Schulter herein. Gehst du mal weg von der Bande, so, und jetzt versuchst du auf diese Linie zu bleiben. So, lass den linken Schenkel dran, siehst du, das wird schon schwieriger. So, ja, schon den linken Schenkel dran behalten, so, prima so. So, und jetzt immer wieder dich selbst korrigieren zwischendurch, einmal mal das Bein durchstrecken, so genau, und dann kannst du wieder Hilfen geben. So, gut so. Und jetzt reizt du mal aus der Ecke, reitest du mal eine Traversale. So, das machst du prima, Carla. Schön tief in die Ecke reinreiten mit dem rechten Schenkel, oder von da, geht auch. Gut so. Siehst du, jetzt bist du wieder langsam, ja? Hast du wieder so ein bisschen Schwungverlust gehabt. So, jetzt an der nächsten langen Seite mal wieder Schulter herein. Linke Zügel, linkes Bein, schön in die Ecke reinreiten. So, und jetzt die Vorhand so ein bisschen reinbringen.
in die Bahn, genau, und weiterreiten. Siehst du, jetzt bist du wieder langsam. So, und der Hals bleibt gerade, so, leichte Stellung im Genick, so, und nicht ganz so viel die Vorhand reinbringen. So, das machst du nochmal, Schulter herein. Prima, Carla. So, gut so. Jetzt tick mal an mit der Gerte, tick mal an, schön frisch reiten. So, weiter, weiter. Ja, richtig, immer einwirken auf dein Pferd. So, und jetzt reitest du mal eine Traversale. So, hast das Pferd schön vor dir, das gefällt mir sehr gut. Prima. So, ja, gut. Aber das ist gar nicht so verkehrt. Das Wichtige bei einer Traversale, Carla, ist immer, dass du die Schulter kontrollierst. Reit nochmal auf dem Zirkel und dann reitest du nochmal eine Traversale aus der Ecke raus, reitest du mal eine ganze Traversale.